Dieses Strategievideo wird unterstützt von Call of War. Call of War ist ein riesiges, kostenfreies Online-Strategiespiel. Ich habe hier gerade mal ausgezoomt. Man sieht einen Ausschnitt der Welt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Jeder Spieler übernimmt ein Land und spielt dann gegen die anderen Spieler in Echtzeit. Wir sind hier zum Beispiel Premierminister Pete Smithy Spanien. Ja, sieht man hier oben links. Und das ist hier Spanien. Und von hier aus können wir jetzt unsere Städte, unsere Provinzen und unsere Truppen befehligen, um die Welt zu erobern, indem wir andere Provinzen und Länder einnehmen und oder Allianzen mit anderen Spielern schließen. Beispielsweise vertraue ich Lissabon eher weniger. Ja, und die sollen mal hier so ein bisschen die Grenze patrouillieren, weil ich glaube, Portugal führt was im Schilde. Und ihr seht schon, das fliegt jetzt los, braucht aber relativ lange, um überhaupt bis da zu kommen, denn das läuft alles in Echtzeit ab. Es ist komplett Cross-Plattform, kannst einfach auf dem Tablet oder Handy dann weiterzocken, deine nächsten Befehle in ein paar Stunden verteilen. Das Spiel versucht historisch korrekt zu sein im Zweiten Weltkrieg, also nicht bei dem, was passiert. Man kann die Geschichte komplett umschreiben, weil Spanien könnte die Welt erobern. Aber was ich damit meine ist, dass es halt diese Panzer im Zweiten Weltkrieg gab. Und dass man beispielsweise ganz viele Sachen erforschen kann, wie die Atombombe. Wenn ihr euch jetzt über den Link in der Beschreibung anmeldet, dann könnt ihr ein Starterpaket im Wert von 10 Euro bekommen. Ich habe zwar gesagt, dieses Spiel ist kostenlos, aber es gibt die Möglichkeit, für echtes Geld Sachen im Spiel zu kaufen. Das sei also gesagt. Aber wenn ihr das abchecken wollt, Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Strategievideo. Was geht ab, ihr ganz Schittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Age of Empires. Mit dabei, Alois. Definitive Edition. Da bin ich denn? Alter, ja, Sepp ist ein Diberber. Ich bin, ja, ich Alter, hab die Frühlingsrollen, Junge. Ich mach euch platt. Ich kann mich nicht mal aussprechen. Ich bin Khmer. Khmer. Du bist die Außerirdischen. Alter, ich bin Khmer. Der Berber. Ich rasiere euch einfach. Bram ist die Biene. Ich bin die Maya. Maya. Okay, wir machen heute Kingslayer. Geht darum, den König zu killen. Bram kann vor allen Dingen nicht laden. Die Maya ja, oder die Vietnamesen, die haben doch gar keinen König. Die haben nur eine Boah, wir starten schon. Ach, das ist die Burg, natürlich. Da bist du? Ah. Er schlachtet mal den Bruder. Ashi? Oh. Ja. Okay. Was bist du denn, Alter? Was bist du denn für einer? Hallo, das ist mein König! Mein König gefunden! Ich dachte, ich wollte den gerade zum irgendwas schicken. Berittener Speer, wo ist denn mein König? Du brauchst keinen. Hey, da, der! Hier! Suleiman! Wo ist denn Suleiman? Suleiman! Da ist Suleiman. Was labert der denn? Yang ab dahin. Yang Fo. Das ist mein geiler König. Achso, okay. Ja. Kann man den irgendwo verstecken? In der Burg oder so? Ich würde den zur Burg einfach hinbewegen. Da kommt eh keiner ran. Ich habe meinen König, glaube ich, noch nicht gefunden. Doch, da ist der König. So früh kaputt. Ich habe meinen König Holzfällen geschickt. Du kannst den auch holen. Du kannst den wirklich holen. Nee, arbeiten. Ich habe den aber dahin geschickt. Also, der hat dann aber nichts gemacht, die vorne so. Oh, shit. Oh, großer Fehler. Oh, mein Gott, ich bin tot. Ja. Geil. Ein Gegner weniger. Ja, sehr gut. Das ging schnell. Oh, mein Gott. Das war's. Das ist das Ende. Aber der geht nicht in die Burg rein, oder? Doch, einquartieren. Nee. Einquartieren. Doch, du kannst ihn einquartieren. Wir haben ihn jetzt einfach in die Burg geschickt. Wieso ist schon jemand mit seinem Aufklärer zu dir gekommen und hat deinen König gemetzelt? Wie macht man das mit der Burg? Wie macht man das mit der Burg? Ja, du musst auf deinen König klicken, einquartieren der hat klicken. Einen eigenen Button hat der. Schicke. Azun. Ich hab den einfach in irgendeinem meiner Wohngebäude versteckt. Findet ihn! Ha! Ich will jetzt verstecken mit dem König. Finde ich gut. Was soll das denn hier? Das dauert alles viel zu lange. Finde ihn nicht. Bei mir wird's easy. Ich hab schon 38. Leute, er läuft voll. Wie viel? Weiß ich.
38 Leute? So viel kannst du doch gar nicht haben. Ja, ich habe Häuser gebaut. Ich bin am dauerhaften Produzieren von meinen Männchen. Ja, du musst auch Häuser bauen, damit du das haben kannst, ne? Ich habe 22 und habe dauerhaft gebaut. Laber doch kein Bullshit, Alter. Das wird falsch, Jonathan. Ja, ist klar. Labersack. Okay. Ah, schicke. Wo ist denn jetzt mein Ritter hin hier? Ia! Ach ja. Und sonst so bei euch? Ja, alles Alter, gut. Die sagen bei mir die ganze Zeit Zing Zang Zong, Junge. Zing Zang Zong? Was? Davish? Just in Bun oder so, was auch immer das heißen soll. Shade. Shade ist auch nicht schlecht. Und wo sind meine faulen Bauarbeiter? Da. Macht mal mehr. Sammelt schneller. Holz. Ja, voll am Laufen hier. Läuft bei denen, meinst du? Mhm. Oh, Jungs. Hau mal den Baum da weg. Wie ging den her? Keinen faulen Arbeiter, ich bin begeistert. Ja, warum? Fang Hao Yang. Yang Fu. Hao Yang sind ja dann. Yang Fu. Yang Fu. Yang Fu. Ticken schneller als ich. Ich wollte gerade sagen, das war ganz schön schnell. Yang Fu. Don't like it. Wie viel Yang Arbeit Fu. Hast du so? Weniger als ihr. Der rusht einfach zwei des Zeiler, ja. Fällt mir gar nicht. Ja, geh mal da vorne hin. Ich weiß überhaupt nicht, was meine Typen können. Kann ich das eigentlich irgendwo nachgucken, was ich speziell kann? Nee. Das waren alles Wissen, Peter. Muss man das wirklich? Nee, ich habe ja gefragt gerade extra. Schon durch, Alter. Was ist denn passiert? Achso, Leute, ihr seid schon. Oh, Leute, was voll Dahlzeit? Ja, sag ich doch. Oh, shit. Das ist die dritte? Nee. Nein, das ist die zweite. Siehst du, das ist die dritte. Dann sag so, what the fuck. Ah, ich bin ein bisschen langsamer. Was ist für ein Walmart? Wie denn hier so? Wie ist das? Ich hab'n Kuh! Ich hab' Kühe Was? Gefunden! Oh, ich hab'n Kuh! Die sind heilig in Vietnam, oder? Ja. Die darf ich nicht umbringen. Leg dich nicht mit den Kühen an. Naja. Adutz. Yang Po. Joa. Ashike? Läuft. Aha! Oh oh. Haben wir doch hier die Feudalzeit. Sehr gut. Schade. Nöken in der Gölken. Kann ich eigentlich in der Burg was entwickeln? Ne, kann ich nicht. Doch, ich kann feindliche Könige bespitzeln? Geil. Ja, halt, Peter. Ulzka! Aha. Bad. Ja, Samson. Brauch alles. Ja, ich hab die Schubkarre fertig entwickelt. Nice. Schon stark. Was so einen geilen Scheiß hast du schon? Kann wohl so. Senfo. Ich mag auch Senf. Ey. Senfo. Die Mucke, ey, wie episch.
Meine ist nicht so episch, leider. Ich hab auch nur die ganze Zeit so Nudel, Nudel, Nudel. Voll die epische Mucke. Ey, du da. Du da. Ich hab kein Gold. Mach mal mehr Gold hier. Die haben wir gar nicht. Wie zu viel Holz. Kann man zu viel Holz haben? 1000. Das ist eine Menge. Das ist wirklich viel. So viel Holz habe ich nicht. Stark. Also. Ich brauch Gold. Ich hab kein Gold. Ich hab 1000. Was sagt der krass am Arsch? Ja, das sagt er. Krass am Arsch. Oh mein Gott, großer Fehler. Wer ist eigentlich welche Farbe? Da oben ist. Kann ich was abreißen? Wie kann ich was abreißen? Ich glaube, entfernen. Yo. Oh mein Gott, was habe ich hier denn getan? Ich habe ein Wohnhaus gebaut statt einer Mühle. Das ist nicht schlecht. Ich kann die da nicht sammeln und müssen ewig weit laufen. Oh mein Gott, das war ja. Okay, was wird da? Ist das smart? Justin Bun. Wer auch immer Justin ist. Was ist Justin, Alter? Weiß ich nicht, aber das ist immer Justin Bun. Ja, bann den halt auch mal. Das ist eine Anweisung von deinem Typen da. Ja. Was ist denn? Oh. Oh mein Gott. Also zu mir müsst ihr nicht, ne? Komm gleich rein. Warte eben. Macht eigentlich. Was haben wir da noch? Oh ja, das sollten wir vielleicht auch noch machen. Senfo! Ulzka! Kann man eigentlich neben so. Ich sag jetzt mal so Bärenbüsche. Kann man da auch ein Gebäude nebenbauen, damit die das schneller. Mühle. Mühle. Ja. Mühle gönnt ihr immer. Mühle gönnt ihr immer. Da müsste Mühle sein. Zücke den. Ja, schön soweit hier, ne? Hey, ich hab hier so einen Typ, der hier noch nichts gemacht. Na, kann auch kurz chillen. Hier, mach mal was. Senfo! Alter, ihr seid so langsam, ihr kleinen Nudels. Justin Bun. Und Justin lieber. Justin, ey. Du arme Sau. Oh, Junge, was hab ich denn für eine geile Scheiße? Was hast du denn für eine geile Scheiße? Ich hab Elefantenreiter, Junge. Oh! Cool. Der ist schon im dritten Zeitalter. Alter, Verwalter. Wie cool ist das denn? Nicht schlecht, wa? Keine Ahnung. Wie weit seid ihr denn? Nicht im dritten. Zweiten. Ah. Da hab ich euch überholt. Ja, glaub ich nicht. Das ist eine gewagte These, Jonathan. Also, sehe ich nicht so, Jonathan. Oh. Machen die das auch bei euch dauernd? Ja. Nee, bei mir nicht. Ja. Ist okay. Da bist du? Ich habe eindeutig zu wenig Nahrung. Hab ich auch. Das
tatsächlich. Ja. Aber du konntest schon ins dritte Zeitalter gehen. Das heißt, du hattest 800 Nahrung. Wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte mal 800 Nahrung. Wieso bin ich eigentlich immer der Letzte hier rechts? Das ist doch scheiße, dieses Strategiespiel. Was heißt der Letzte hier rechts? Ach so, in der Leiste. Ja. Da hast du, siehst du immer Punkte, wer gerade gut ist. Ich habe das Gefühl, dass Jay gerade ganz gut ist. Weniger Punkte ist besser. Ach so, so war das. Ich glaube, Jay hat schon richtig krass Einheiten und der wird jetzt hier gleich ankommen. Ey, ich könnte schon kotzen. Welche Einheit war nochmal krass gegen Jay seine hier? Ja, der Jay, ich weiß nicht mal, welche Einheiten ich hab. Haben wir es auch schon in der Ritterzeit. Ja, das ist auch schon, ich bin ja voll hinterher. Nicht was Sepp und mich angeht. Was brauchen wir noch? Ich brauche mehr Menschen. Keine Ahnung, was hier geil ist. Ebony. Ashika. Und ganz wichtig, ne? Justin Bun! Justin Bieber. Der Piech? No. Oh fuck. Bitte was? Jetzt. Schade. Ja, ich habe auch Elefantenreiter. Ja, guck an, Peter. Let's go. Da sehe ich dich doch. Was ist denn jetzt los? Ich werde angegriffen. Jetzt schon? Naja, ich bin zu weit, ich bin zu nah an Peter rangegangen. Ich bin Jay schon. Rennen kann. Wenn ich schon rennen kann. Was ist das denn? Echt schlecht, wenn du schon rennen kannst. Ich bin halt weggerannt, ey. Achso, einen Elefantenreiter will ich jetzt aber auch mal bauen. Wir wissen, was der kann. Ebony. Okay. Oh, sind die groß, Alter! Wieso krass? Ein geiler Elefant. Ein Elefant ist schon nicht so klein. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der so groß ist. Schon mighty. Müssen aber alle fressen. Ja, fressen ist so eine Sache. Bye. Gas am Marsch. Was ist am Arsch? Nee, Gas am Marsch. Jungs, ihr müsst mehr arbeiten, ne? Ja, echt, ey. Oh, scheiße, ich hab schon wieder mein Limit erreicht. Wie kann ich denn schon wieder mein Limit erreicht haben? Das geht doch gar nicht. Ich hab so viel. Gassamarsch! Wird nachher in richtig fetten Duellen enden hier, glaube ich. Glaube ich auch. Gassamarsch! Oh Gott. Da habe ich mich beim Feld verklickt. Jetzt ist das nicht symmetrisch. Hey, Jungs. Hopp darüber.
Ah! Alter, Bram ist schon noch weiter? Boah, der Oda ist mein verdammter Bogenschütze schon gestorben. Krass, so. Bram ist schon vierte Zeit, Alter. Also bin ich ja 1000 Jahre von weg. Ich glaube, Sepp ist tot, Bram. Bin mir da nicht sicher. Oh, guck mal. Ja, ein Typ hier überhaupt. Ja, die Maya haben hinten Hintertürchen offen gelassen. Die geilen Schweine. Ich glaub, du mal ich bin die Maya, oder? Nee, Bram ist die Maya. Ich glaub, das ist Bram. Oh, er kommt! Bogenschützen da hinten! Elefant nach vorne! Attacke! Elefanten! Ja, holt die halten mega viel aus! Lauf, Alter, der Elefant fickt Bram ja komplett in den Tod! Okay. Elefantenpower! Lauf, mein einzelner Elefant lebt einfach weiter. Jawohl. Und weiter geht die Party. Gerade Brams ganze Armee zerstört. Mit meinem Elefanten. Das ist ja mega geil. Der hat gut reingezwiebelt. Muss man ja mal lassen. Das ist ja schon ganz schön hart witzig. Ja, kommt mal her, ihr beide Schützen. Geht mal ein bisschen näher ran. Was ist denn der Live hier mit dem Elefanten, ne? Oh, sagst du, Jay, he's coming nicht bauen. Back! Nein, lass meine Elefanten in Ruhe! Verpiss dich! Ja! Nein, du hast meinen armen Elefanten umgebracht, du Mörder! Weg damit! Wie weit weg damit? Welchen Leben ist das denn hier weg damit? Hä? Scheiß Elefant, hab ich gesagt. Scheiße, ey, was dein kleinen Kackviechern da, ey. Geh mal nach Hause hier. Oh nein, meine armen Bogenschützis. Ah, rest in peace. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich brauche jetzt mehr Elefantenreiter. Ich glaube, die sind gut. Die waren krass. Ein Elefant hat damals voll gefickt. Die so stark oder was? Keine Ahnung, der war auf jeden Fall gut. Fand ich sehr sympathisch. In dem Moment. Weil jetzt hat Peter mich sogar noch überholt, ey, Kacke. Okay, wie funktionieren diese Reusen? Muss ich da manuell Nahrung abholen? Das ist ja belastend. Okay. Oh, Jade gibt Elite-Elefantenreiter. Oh ja, die Alter, wie viel Fressen die brauchen. Leck mich am Arsch, ey. Und Husan. Ist ganz schön viel, Peter. Wenn die Elite-Elefantenreiter wollen. Ja, das stimmt. Von einem. Das finde ich schon ganz schön hart belastend. Aber trotzdem, bin ich jetzt nicht unsympathisch. So, Gassamarsch. Holy Macaroni. Problem, Ich sehe die ganze Zeit nur weinen, weißt du, Bram wurde schon angegriffen, wurde schon voll genervt, aber bei Sepp ist halt richtig Land unter. Sepp hat immer noch 700 Punkte so mehr als ich. So würde ich das nicht sehen. So hört sich dann aber bei dir an. Ich bin halt noch ein Zeithalter hinter euch allen, das ist jetzt nicht so cool.
Wenn ich höre, dass ihr schon gekämpft du habt. Du hast doch 38 Arbeiter, Sepp. Ja, das stimmt. Ich habe 115 Arbeiter, aber... Als ob du 115 Arbeiter hast, Alter. Hat der nicht, der labert. Der hat einfach... Das ist sein Maximum. Okay. Yeah. Das ist nicht... Ich habe nicht mal die Hälfte von dem als Maximum. Ja, deswegen. Er labert auch. Sonst hätte er viel mehr Punkte. Wo musst du hin? Okay, seid da, ihr oder? Kavallerie? Sind Elefantenreiter Kavallerie? Senfo! Senfo! Aber disconnecte ich die ganze Zeit meinen PC, verdammte Scheiß! Ich hab dauerhaft zu wenig Fressen, ich hab 3000 Holz! Ich hab zu wenig Gold! Ich hab aber kein... Ich hab von... Sind man irgendwo untätige Arbeiter da? Wo sind die denn? Den muss man nicht... Sieht man die untätigen Arbeiter? Also oben auf das gelbe Ding. Oben links, was? Auf das gelbe Ding. Genau, auf das gelbe Ding rechts neben deinen... Neben der Anzeige, wie viele Arbeiter du hast. Oh, danke. Danke, danke. Ich bin auch völlig überfordert mit was will ich denn hier noch bauen? Okay, das wollen wir noch. What the shit? 1200 kosten Elite-Elefanten, Alter, die sind mega teuer, Peter. Ja, sind so die auch. So werde ich nie meine Elite-Elefanten kriegen. Alter, ich hab schon drei, Junge. Als ob du Elite-Elefanten ja, hast. Ja, klar. Geil. Ich würde die auch schon gerne haben. Alter, jetzt, was kann ich denn hier machen? So. Sieg doch für Sieger, Taito! So. Mal auf. Kassa Marsch. Wo ist denn nochmal so ein bisschen Gold vielleicht? Was ist denn jetzt passiert? LOL! Wer von dem Bär angegriffen? Bär? Ah, doch, die Wohnerin ist krass. Da greift mich da so ein Hurenbär an, ey. Ich glaube, takt. Na, das kann ich hier nicht zulassen. Gar kein Peil. Was war das denn jetzt? Was kann ich denn hier jetzt alles entwickeln? Hä? Hä, ich werde auch von wilden Tieren angegriffen? Gold, 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 Gold. Wieso baut denn der nicht? Oh, du Stück Scheiße. Dervish, okay. 21 untätige Arbeiter? Das ist nicht was? Gut. Was ist das denn? Da ist irgendwas fertig wahrscheinlich. Ab dafür. Mehr. Mehr. Das sehe ich auch so. Nee, das nicht.
Cursor Marsch. Alter. Nee, das wollten wir nicht. Das wollten wir. Alter, ich brauch alles. Was ist denn das hier? Justin Ban, shot it. Shot. Ich war schon lange nicht mehr so überfordert hier. Das ist wohl der absolute Fleck jetzt hier, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein! Pisser, ey. Ja. Absolute Unverschämtheit, Peter. Finde ich ja gar nicht okay, ne? Deine blöden Elefanten, ey, die können ja nix! Oh, was ist denn das? Die können was werfen? Aber ich glaube, die sind gut gegen Gebäude. Scheiße! Als ob du Belagerungselefanten hast, du Dude. Fuck! Das ist jetzt natürlich problematisch. So, ich Gold da einfach auch. Jetzt greift natürlich Bram an, das war so klar. Ja, kann man mitspielen, oder? Ja! Natürlich greift Bram an. Gab es sogar die Universität vorher schon? Oder ist das neu? Universität? Ja. Das ist nicht neu. Die gab es auch schon vorher. Leute, kannst du einfach durchlaufen? Ist ja mega gut. Das ist schlecht. Komm drauf. Jay, du hast mich jetzt sehr viel Gold gekostet. Weißt du, was gerade im Hintergrund greift Bram mich an? Ja, okay, das finde ich, hast du schon ziemlich verdient. Alter, Junge, die sind ja richtig schnell, die Leute. Was soll das sein? Irgendwann wird kein Gold kostet. Die kosten doch richtig viel Geld, oder? Geld. Also ja. Wovon redest du? Seine geilen Elephants. Ja, ja, was kosten die denn? Die sind teuer, sagst du? Vor allen Dingen zu entwickeln. Du, mach mal ganz kurz. Avenay. Ashi. Achso, okay. Justin Byrne. Sasha.
fucking hell, shit. Falsch. Gold und Stein, das sind so Sachen, die kriegt man nicht neu, ne? Den kann man nicht einfach anbauen, so wie. Andere Dinge. Oh, da kommt der Brams Armee von hinten an. Oh ja. Komm ran. Bram, ich warte auf dich, mein Freund. Ich warte auf dich. Komm ran, Bram. Mit deiner Armee. Ich hab noch eine bessere Idee. Läuft da jemand anderen an, der den. Ne? Der den, ne? Was war das für eine Aussage? Der ist einfach angenehmer. Greif einfach wen anders an. Dann geh wen anders auf den Sack. Er ist einfach besser so. Wenn du mir nicht auf den Sack gehst. Sind die Elefanten das jetzt wert oder nicht? Also meine geilen Belagerungselefanten sind, glaube ich, kacke. Ja, die sind auf jeden Fall ganz schön schnell gefallen. Ja, wo werde ich denn angegriffen? Sepp, hast du mich gerade angegriffen? Ja. Peter, oh. Was geht denn? Da unten hier. Mordlöcher entwickeln. Oh lol, was ist denn hier los? Oh, hallo Sepp! Geht ab! Mein Gold! Finde ich ja nicht okay, dass Sepp da an meinem Gold ran will. Oh, Bram kommt an! Boah, aber Bram kommt richtig an, ey! Boah, wie viele Truppen der hat! Damit haben wir gerechnet. Was ist das? Oh. War okay. Das hat mir jetzt nicht so viel gekostet. Das war okay. Hey, wo fährst du hin? Ich wette, Stein wird wieder ein Problem für mich. Aber was rennt denn hier rum? Oh, Jay! Nein! Was denn? Muss man deine Goldreserven verteidigen? Meinst du, so einfach ist das hier alles, oder was? Hier geht der Kampf ums Gold, der ist wichtiger. Ja, das stimmt allerdings. Hä, ich hab das noch nicht ganz Gold verstanden, wie man auch auf Reichweite kommt. Oh, Bram hat Tribox. Nur mal kurz in seine Base rein. Wie kann ich denn die Reichweite von so Bogenschützen erhöhen? Das geht auf jeden Fall. Irgendwo habe ich das gefunden. Bei irgendeiner der 1000 Sachen. Was geht ab? Wir ballern die ganze Nacht. Die ganze. Hey, das geht ab. Brammens Holzecho ist down. La 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 la
So. Wie viele Truppen Abram hat, ey. Abartig. Irgendwo. Was? Ah, lol, das ist das. Das kann man in der Schmiede entwickeln, Peter. Ja, das kann sein. Wenigstens du versuchst mir hier zu helfen, Mensch. Was sind die anderen beiden nicht schön für sich hier? Ich glaube, die haben dir gar nicht zugehört, weil die gerade am Stress sind. Hab dir auch nicht zugehört. Ja, aber du sagst, Sepp. Guck, ich sag das. Ja, ist okay. Okay, das war das Gold. Das ist jetzt so langsam echt belastend. Alter, wie lange? Oh Gott! Oh Gott! Truppen! Oh shit, das sieht nicht gut aus. Krass auch, dass du mir das Gold überlassen hast, Jay. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht, weil ich gerade gegen Gramm kämpfe und du mich einfach gerade einen Fick, feuchten Fick interessierst. Vielleicht liegt er da. Das kann aber ein bisschen netter sein. Der Bram setzt mich gerade gut unter Druck. Glauben entwickeln. Eifer. Erlösung. Die sind halt scheiße. Geil. Machen nicht die Reliquien ja auch irgendwie mehr Gold oder so? War da nicht sowas? Ja, ich hab verloren. Wer hat verloren? Okay. Alter, die Maya-Bogenschütze ist ja voll krank. Richtig stark. Du sollst halt Plänker bauen, ne? Hey, nicht da vorne hin, schön. Hast du gewonnen. Welche Farbe warst du, Jay? Blau? Grün. Grün. Ashike? Ashike. Grün? Ach, Jay war bei mir gegenüber, okay. Jo. Ich war einmal bei Bram drin, aber Bram hat mich meine Armee da gerade zerstört. Ordentlich zurückgeballert. Naja. Der hat auch noch richtig viel gehabt. Also nur Bogenschützen oder was? Das sagen wir nicht, das musst du jetzt selber herausfinden. Kombinations. Komm schon, Kombination. Bram hat mich gut kaputt gemacht. Also, okay. Meine Briten und Bogenschützen hatten zumindest nicht den Hauch einer Chance. Krass, so übel sind die. Ja. Bram, du musst da gar nichts mehr machen, ne? Ja, doch, weil es ja durchlaufen will. Okay. Also Ressourcen sind da noch Holz, kann ich hier sagen. Mehr ist da nicht mehr. Gold ist halt echt nervig, da es so wenig Gold und Stein gibt auf diesem. Sehe ich das richtig, dass man mit einem Weltwunder nicht gewinnen kann? Das ist richtig. Korrekt. Ich dachte Alter, auch. Nein, das habe ich aber vorher gesagt. Alter, ich dachte, du musst den Typen töten und Weltwunder. Nee. Nice, Sepp hat ein Weltwunder gebaut. Glückwunsch. Das bringt mir jetzt ja gar nichts. Das war voll teuer.
wie einfach nur dreimal vor der Aufnahme gefragt wurde, seid ihr sicher, dass ihr Königsmörder spielen wollt ohne Weltwunder, denn Weltwunder wäre lame. Nee, ohne Weltwunder haben wir nicht gesagt. Doch, haben wir safe gesagt. Wir haben gesagt, mit Weltwunder wäre lame. Hab ich 100%ig gesagt. Da hab ich mich, da hab ich doch noch drüber geredet. Dass ich Weltwunder machen will, weil ich da nicht reinkomme bei Peter letzte Mal. Habt ihr mich überstimmt? Komm, Ram, jetzt mach es. Ich hatte so gute Echo, ey, aber ich habe keine Ahnung, was ich gegen die Armee machen konnte. Hätte machen können. Ja, die war halt eine geile gemischte Armee diesmal. Da hatten selbst seine geilen Reiter. Schöne gemischte Tüte, ey. Ja, schon beim Kiosk eine gemischte Tüte. Ja, quasi eine gemischte Tüte, ja. Ram, der macht das schon jetzt. Holt er sich das Crybaby? Oh, hey. Ja. Ich bin mal gespannt, kann man sehen, wie viele Ressourcen jeder hat? Das würde mich mal interessieren noch. Weil das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Das kann ich, glaube ich, nicht. Wäre spannend zu sehen. Kann ich eigentlich Truppen machen? So, du bist jetzt Truppe 2 und so. Ja. Wie geht denn das nochmal? Ja. Alter, die Tribox, die ballern gemacht. Ja richtig. Sehr gut. Was tut ihr da? Alter, wie Billo einfach die Drehboxer aussehen. Warum macht das schon ganz geil? Von denen, die auch nicht so leicht kaputt ist, dann probieren. Die halten richtig was aus. Ah, okay. Alter, was hier abgeht, ey! Wie die Mayas einfach komplett nicht zerstören! Krass! Ja, komm schon. Mayas sind schon gar nicht so schlecht hier. Ja, die Sache ist, die Armee hatte schon einen Kampf gegen meine Armee im Knochen und die macht gerade mal brav selbst Armee ziemlich gut. Erdboden gleich. Oder ja, auch nicht. Ja, gut, ist halt Rams komplette Armee, oder nicht? Geil. Mega gut. Aber ich glaube, das ist auch deine komplette Armee, Sepp. Ja. Na egal, ich sag gar nichts. Ich darf gar nicht mehr reden. Oh, komm hier. Habt ihr früher Stronghold gespielt? Kennt ihr noch die Ratte, das Schwein und den Wolf ja, und so? Ja. Ja, die Ratte ist blau. Was heißt das denn? Ja. Die Oberwurst, die halt einfach nichts kann, mit ihren drei Einheiten kann ich irgendwo reinscheißen will. Hey, ich dachte, ich hab voll viele Einheiten. Ja, komm hier. Alter, das ist echt ein krasses Duell. Also jetzt, wenn ich mir dazu angucke, könnte Peter tatsächlich viele Einheiten haben. Bei dem, was da noch auf den Feldern steht. Abram, ey! Was denn? Also die Mayas sind so stark. Sind das die Spezialdinger? Ja, ne? Das sind auch mal ein Teil davon, nicht nur viel zu teuer. Das sind die gut. Alter, Elite-Ginete, das sind aber auch die Elite-Viecher von Sepp, glaube ich, oder? Ja, ja. Das ist ein großer Reich, der Kma! Als ob ich so wenig Einheiten hab. What the fuck? Yes,
Der kann ja nur eine Hand abzählen, oder habe ich die alle nicht entdeckt? Oh, set mal die Tür da wieder auf. Ich bin mal gespannt, wer wirklich am besten die Ressourcen gehortet hat, weil darauf kommt es, glaube ich, an. Ja, Peter nachher am Ende. Weiß ich nicht. Bram und ich reiben uns jetzt auf mit den restlichen. Bram hat sich halt schon mit mir aufgerieben, das finde ich richtig stark, was er da zeigt. Ja, das finde ich auch stark. Der kann doch nur noch auf dem Zahnfleisch laufen, der Junge. Ich hab 6000 Nahrung. Ja, Nahrung, wahrscheinlich kosten die aber Holz und Gold. Die Spezialisten. Über 1200 Gold gerade. Wie viel Gold hast du? Wie die Fliegen fallen, die Viecher von Sepp. Du kommst da nicht weg mit deinem Scheiß, Reiter, ich sage dir. Komm, jetzt mach doch mal was, Ratte. Ja, ich bin ja am Einheiten produzieren wie ein Wahnsinniger, weil du die ganze Zeit sagst, ich hätte viel zu wenig. Wie ein Wahnsinniger, da läuft immer mal so ein einzelner Schwertkämpfer, wo du auch mehrere Kasernen und so. Durchgehend, alle meine Sachen. Ja, alle deine Sachen, alle deine eine Kaserne. Mach dir, brauch doch mal zwei oder drei. Ach so, ja, ist vielleicht auch eine gute Idee. Alter, da kommt immer so ein einzelner gemütlicher Gang da angeritten. Muss doch mal Truppen bauen. Wahrscheinlich 10.000 von allen. Jay boostet Peter richtig hier. Ich will ja wenigstens, dass er nicht komplett vernichtet wird von Bram, wenn er damit selbst durch ist. Bram ist ultra stark mit seinen Einheiten. Der kann so viel nachballern, das ist echt stark. Ja. Komm ich gar nicht hinterher. Mach mal die Tür da auf, Junge. Kiten, Schnauze. Kiten musste. Hab ich auch versucht. Bin ich glücklich dran gescheitert. Das ist kein Kiten-Sepp. Aber was macht man denn gegen Bogenschützen? Was kontert denn Bogenschützen? Plänkler. Nee, Plänkler. Hä, wie Plänkler? Plänkler sind doch gegen... Achso, ja, weil die Schilder gegen haben. Gegen Bogenschützen. Ja, genau. Ah. Warum war Sepp die ganze Zeit ein Kamelreiter? Mal einfach... Übelzige Armee hier. Kommen wir überhaupt nicht hinterher. Oh mein. Hey, wieso kann ich denn nicht alle meine Einheiten? Du hast wahrscheinlich zu viele. Du musst mehrere Tricks machen. Peter, komm mit Oettinger an. Hast du schon mal geguckt, wie die heißen, Peter? Kein Wunder, dass du die baust. Nee, hab ich nicht gesehen, tatsächlich. Oh, warum deine Einheiten sind echt strong? Oh, cool, da stehen noch welche. Auf jeden Fall mitziehen. Ich brauche kein Gold mehr, bei mir ist halt Ende. Und Bram gewonnen, richtig stark gekämpft, Bram, ja, muss man sagen. So, Ratte. Mach was. Deine Zeit ist gekommen, Ratte. Peter, jetzt will ich aber auch was sehen, ja? Kann nicht sein, dass Bram uns hier alle drei rasiert. Er hat nichts davon, wenn er uns tötet. Ja, ich muss mich schon mal abschießen. Das geht so gut. Ich hab halt kein Gold mehr, das ist ein bisschen belastend. Einheiten kosten kleiner Tipp, die schnellsten, deine Gesamttruppe ist nur so schnell wie die langsamste Einheit, Peter.
die du in deiner Gruppe hast, die du befehligst, ne? Ja. Ich hätte irgendwann noch mal ein bisschen mehr auf Militärgebäude gehen müssen. Ihr habt zu wenig Produktionseinheiten. Ja, dich auch. Ich glaube, da hat Bram einfach... Also so schnell, wie er nachproduziert hat, hast du doch bestimmt irgendwie alles doppelt oder so. Jetzt geht's weg. Nicht sogar noch mehr. Ja, gucken wir mal. Alter, was da alles fliegt! Einheiten von Felix, die sind halt voll verwirrt durch die Gegend. Ohne Witz, was machen die? Was hast du denn angestellt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müsste man wissen, wie die Produktionsgebäude der Maya aussehen, ne? Ich hab keine Ahnung, was hier was ist. Ja, das Problem hätte ich auch. Obwohl, du musst ja eigentlich nur den König finden, ne? Ja. Und der ist in der Burg, ne? Ja. In welcher? In welcher? Das wäre jetzt echt witzig, wenn der in der Burg ist, die jetzt gleich down ist. Also, Bram ist auf jeden Fall weggegangen, könnte sein. Scheiße. Bram, wurde besiegt! Da hätte ich aber auch keine Schnitte gegen gehabt. Meine Armee kam einfach nicht schnell genug wieder von Sepp zurück. Oh mein Gott, die Kragen! Die Ratte Peter, hat's gemacht. Du musst nicht mehr weiter. Jetzt renn direkt durch, damit du gewinnst. Oh mein Gott, nicht raus. Mehr weiter. Renn direkt durch. Renn durch. Aber deine Truppen kämpfen doch gegen mich. Ja, du greifst doch noch die Burg an. Du greifst auch immer. Guck mal, wie viel Elefanten du noch die Burg angreifst, ja, Alter. Ich krieg die, die sind nicht mehr bei mir in der Dingens. So, jetzt bei Sepp rein, ansonsten will er sich wieder aufbauen. Beeil dich. Oh mein Gott, wie lustig das war. Ich dachte, Sepp ist schon tot. Ja, also Bram hat. Ja, Sepp ist die immer schon. Sepp war schon nach 2 Minuten tot in dem Spiel. Ja, Sepp ist noch nicht tot gewesen. Ich hab den König da auch nicht wegbekommen. Das ist ja Gott, mega was geil! Was ist Peter denn da krasses? In der Burg instant tot! Scheiße, das wäre auch noch meine Chance vorhin gewesen, da hab ich gar nicht dran gedacht. Alter, wie dumm sind die Truppen eigentlich? Ja, greif die doch einfach mal an, die da stehen bei dir! Ey, versuch die beiden sind. Ja. So, ab dafür! Rinder, sonst verlierst du Pete. Ja, der Sepp hat auch nicht mehr so viel. Ah, ich hab dich weggemacht, das ist ja schon mal viel wert. Ja, willst du das jetzt nicht holen? Ja, du hast mich weggemacht, während ich 2 Leute bekämpft habe. Das ist okay. Da muss ich mich nicht für schämen. Lass deine Treebox auf jeden Fall stehen, Peter. Gute Aktion. Ich hab keine Treebox. Hab ich? Klar! Oh, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück links! Ja, ich hab keine Treebox gebaut. Ja, bin gespannt. Oh ja, schon eine große Armee. Ich hoffe, da geht was. Komm schon! Die reiben sich komplett aneinander auf. Ja, macht das aber trotzdem. Boah, die Drehbox, Junge, Alter! Boah, boom, Junge! Die Burg wird richtig zerfickt. Alter, sind das viele. Ja, die Elefanten sind auch. Sind ja, die Elefanten halten, wobei mir ist aufgefallen, wenn du mit so einem Hellebarden-Typ ankommst, halten die Elefanten irgendwie nur 3 Schläge aus. Was machst du mit der Burg? Oh, wie viel kann Sepp jetzt noch da produzieren? Das ist jetzt interessant. Nicht so viel. Ah. 2 Viecher noch. Autsch. Und dann. Scheiße. Oh Mann! Boah, nee, Peter! Peter, immer Truppen nachproduzieren, ne? Sepp macht das auch. Kannst du auch mit QWER Peter, steuern, Multitasking. Nutzen, was heißt denn QWER?
Ja, wenn du halt auf deine Schwertkämpferei zum Beispiel gehst, oder Bogenschießanlage, dann drückst du Q oder W, also je nachdem, welchem Raster die sind, um die Einheiten zu produzieren. Pass auf, jetzt ist dann wieder die Königin. Muss ich immer klicken. Dann gecke ich mich aber richtig. Ja, aber der ist dann nicht sofort tot, der kommt dann nur raus. Ach so, lol, der ist aber ich kann überhaupt nicht nachproduzieren, gewesen. Weil ich überhaupt keinen. Ja, der war instant tot, weil er 600 Elefanten drum herum. Ja, aber du hast doch bestimmt Nahrung oder Holz oder sowas. Damit ja, Alter, die Elefanten sind doch sick, aber dadurch kann ich meine Truppen nicht nachproduzieren. Ja, du brauchst halt Telebaden-Typen, Sepp, wa? Ja, Mensch! Ich hab aber nix mehr! Ja, ich sag dir nur. Gegen deine Die baue ich auch die ganze Zeit. Ich baue einfach alles. Ich baue Pikiniere, ich baue Plänkler, ich baue alles, was kein Gold kostet. Gibt's überhaupt noch Gold auf der Map? Ja. Ich produziere eigentlich durchgehend, aber ich hab kein Holz im Und Moment. Und ich war derjenige, der hatte. Oh ja, ich weiß wo. Ui. Boah, ist aber richtig viel. Also so 500 ich hab halt keine Eco mehr. Das nee, das ist mehr. Tricky. Ja, über 1000. 1300 also sogar sagen, noch. Peter hat gewonnen einfach. Also. Da musst du aufgeben. Nicht nur aufgeben sagen. Aufgeben ist was für Loser, ey. Musst den Button drücken. Nee. Ansonsten mehr Schießanlagen, ja, alles Mögliche. Komm, du hast nur eins. Du musst halt wissen, wann man verloren hat. Du hast nur eine Kaserne, Junge. Ziehen. Ramos, ich hab vorhin selber gesagt, dass ich zu wenig habe, aber das ist jetzt, der Drops ist gelutscht. Nee, du kannst ja jetzt noch 2-3 Kasernen bauen. Sehr gut, wird einmal schön weiter nachproduzieren, jawohl. Lass deine Viecher Holz fressen. Schick da wieder die Truppe entgegen, einfach sterben. Ja, wenn er meine Burg angreift, dann muss ich jetzt langsam mal gucken. Es ist voll die Pimmelei hier. Dann strich dich doch mal an. Dieses scheiß Triebwerk. Peter, du musst nur die richtige Burg finden. Die wird bestimmt in dieser Base da sein. Der wird die bestimmt nicht bei mir oder so. Der ist sau smart gewesen, in irgendein fucking Wohnhaus den scheiß König zu setzen. Weiß gar nicht, ob das so einfach geht. Das weiß ich gerade auch nicht, aber das wäre mega. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viele hohe Häuser das halt einfach nur. Das ist halt einfach nur nervig, wenn man halt einfach nicht einsehen möchte, dass man verliert. Ja, aber guck mal, wie viele Einheiten ich noch habe. Ich hab auch super schnell eingesehen. Ja, aber guck mal, wie viele Einheiten ich noch stehen habe. Also, ich hätte zumindest den Kampf zu Ende gespielt. Zumindest den Kampf hätte ich gerne zu Ende gekämpft. Dann wäre das vielleicht auch anders ausgegangen mit Sepp und Peter. Selbst wenn du verloren hättest. Ja, selbst wenn ich verloren hätte, aber dann. Der Handwerker, der noch versucht, dagegen zu reparieren. Oh? Oh! Da rennt er! Wen seh ich denn da? Da rennt er! Wen seh ich denn da? Peter, hast du ihn auch gesehen? Wo ist Waldo, Peter? Da vorne ist Waldo. Da rennt er! Ich bin echt langsamer als der scheiß König, oder? Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Nee, du bist halt langsamer, weil du den scheiß Elefanten immer mit drin hast. Ja, Elefanten sind eigentlich schnell! Welche Einheit ist die langsame? Schnellste Tier der Erde, die Elefanten. Aber jetzt rennt er mit seinem Hurenkönig weg, von überall kommen die Leute. Okay, ja, dann rennt er mit den Reitern alleine. Welche sind denn die Reiter? Dein Reiter. Dein schwer berittener Bogenschütze. der auf dem Pferd sitzt. Ich weiß aber nicht, wo der komische König hin ist. Ja gut, der muss jetzt suchen, das will ich doch nicht sagen. Peter, verstecken in Age of Empires, Junge. Ich hab den jetzt in mein Weltwunder gepackt, Peter. Das hat mal 5000 Leben, da machst du gar nichts mehr. Und die Treebox stehen da wieder und machen nix. Hey, ich hab die gerade erst angeklickt, ja. Hallo, und du hast dich übrigens von mir kaputt machen lassen, möchte ich mal ganz kurz daran erinnern. War aber nicht deine alleinige Leistung. Ja, aber trotzdem. Na, fast. Fast, ja. Naja, schon ziemlich alleine hat er die Burg gedamaged, ne? Die Burg hat er alleine gedamaged. Peter weiß halt haargenau, er hatte genau das Ziel vor Augen, die Burg zu zerstören von dir, bevor du mit deinen Truppen da warst. War eigentlich mega smart. Ja, war auch mega smart. Also ich verstehe jetzt gar nicht, was du ihn da so unterredest, ey. Du hast einfach nicht deine Truppen, deine Base verteidigt, Bram. Hättest so sieht's nämlich aus. Muss halt mal auch grade einsehen. Ja. Peter, was machst du denn da für ein alleine Quatsch? Peters Verdienst. 100 Burg. Wie er das ja, warte, ich mach jetzt hier, keine Ahnung, wo du bist, ich mach jetzt hier ein Gebäude nach dem nächsten weg. Was soll ich machen? Ich weiß, du könntest ja überall mit deinem König drin sein, ja, oder? Ja, richtig. Wir spielen jetzt hier Verstecken in Age of Empires. Kann man eigentlich in dieses Gebäude mit dem König holen? Oh, lol. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, jetzt hab ich's erst gesehen. Ey.
Oh, das Weltwunder hält echt nicht so viel aus. Hey. 5000 Leben! Tschüss! Weißt du überhaupt, meinst du überhaupt, ob man sich in einem Gebäude verstecken muss, Peter? Ja, weiß ich nicht. Ich lasse jetzt meine Typen einfach mal walten. Ich sehe tatsächlich. Ich sehe keine Einheit von Sepp. Vielleicht könnt ihr weiter gucken als ich. Wahrscheinlich können wir weiter gucken, weil wir alles sehen. Ja, das stimmt. Was kommt denn da jetzt an, Alter? Die Engel oder was? Was ist denn das? Husaren. Peter hat Engel beschworen. Die fliegen jetzt gegen König empor. Du solltest die Husaren echt ohne die Fußeinheiten laufen lassen. Ja, das wäre besser. Oh Mann, hat er nicht bekehrt? Was bist du für ein unnötiger Priester? Voll nice. Peter, man kann sich vielleicht auch in Mauerteilen verstecken, oder? Ach, das wäre ganz bitter. Ich glaube, der hat einen Taucheranzug gehabt. Ich glaube, der ist gerade tauchen gegangen, Peter. Der König. Ich habe den wegschwimmen sehen. Und oben rechts auf der Map ist er jetzt. Wo ist der denn? Ah, da ist er. Ich hab ihn wieder gefunden. Alter, Sepp, ey. Dein fucking Ernst. Sepp, renn so lange weg, bis Peter aufgibt. Oh ja, renn Sepp, renn Sepp, renn. Ja, da rennst du gut hin. Und GG. Nee, noch nicht. Renn Sepp, schnell, renn. Okay, Sepp hat noch 16 HP. Peter, das war knapp. Das war knapp, Peter. Boah, da hab ich gerade ein bisschen Schiss gehabt. Das war echt close. Du, Peter, du weißt schon, dass du in der Burg 400 Gold oder so, ich weiß nicht, wie teuer das genau ist, kaufen kannst und gucken kannst, wo der König ist, wa? Ich hab 18 Gold. Aber du hast doch bestimmt einen Handelsplatz, oder? Wo du bestimmt ein bisschen... Dann bau kurz vielleicht rein? Es gibt ja Marktplatz, den hab ich ja ganz vergessen. Wie funktioniert denn der nochmal? Dann kannst du einfach traden gegen Gold. Oh, das hab ich vergessen. Ja. Wusste ich nicht, dass es den noch gibt. Shit. Kaufst du dir einen, Peter? Gut gebraucht. Ja, weißt du? Sehr, sehr, jetzt bist du am Sack. Oder rennen. Opfer dich an. Nein, ich bin nicht am Sack. Nein. Meinst du, soll Bram den Kill geben oder Jay? Wenn du bis zu Jay kommst. Ich glaube, ich habe keine Truppen mehr. Dann versuch mal zu Jay zu kommen. Bin gespannt, ob du das schaffst. Ich frag mich halt, wo du langlaufen willst, damit du zu Jay kommst. Nein! Oh mein Gott. Ich glaube, Sepp müsste jetzt auch weg sein, oder? Damit ich heilen kann. Komm, Peter, ich hab mich einfach bei Jay neu aufgebaut. Er hat keine Truppen mehr jetzt. Das war das letzte Gebäude von Brasil, oder? Ja, ganz unten links steht noch ein Turm. Ja, das stimmt, da stehen noch ein Bergarbeiter und so ein Scheiß. Ah, jetzt haben wir jetzt hast du gesehen. Verstecken in... Aha! Jona haben den Aufenthaltsort ihres Königs herausbekommen. So. Aber wo ist denn der Peter? Die Engel kommen! Sepp, jetzt rennen! Rammel, nimm mich auf! Jawohl, sie haben gewonnen! Hurra! Peter gewinnt! Age of Empires, ey, ich bin keck. Oh geil, ey. Die Ratte! Die Ratte gewinnt, Junge. Wunderbar, bedankt nice. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!